Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Das ist das Video Nummer 7, Entscheidungsbäume. Heute sehen Sie uns nicht gleich am Anfang. Wir haben leider keine Zeit. Sie merken auch schon, ich spreche etwas gehetzt. Wir steigen gleich ins Thema ein und viel Spaß mit Dr. Hartwig Mali. Ja, Michael, vielen Dank. Also heute geht es um Staubsauger. Ui, Staubsauger. Ja, und es geht um einen unheimlich lukrativen Markt, Staubsaugermarkt und sehen... Das ist ein Markt, in dem man sich dumm und dämlich verdienen kann, angenehmes Ambiente. Und in diesem Markt ist ein etabliertes Unternehmen, das heißt Fast Cleaners. Und Fast Cleaners macht gute Geschäfte. Bis neues Unternehmen, New Cleaners, sich überlegt, ob sie nicht auch in den Markt von Fast Cleaners rein sollten. Und stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführer von New Cleaners und sie stehen halt vor der Entscheidung, sollen wir überhaupt in den neuen Markt rein? Ne? Es gibt goldene Kokosnüsse zu verdienen. Ja, die Palme zeigt das ja schon. Ja, natürlich. Und was uns auch interessiert ist, wie wird sich Fast Cleaners sehr wahrscheinlich verhalten, wenn die merken, dass wir in den Markt reingehen? Und heute ist die Stunde nicht nur der Staubsauger, sondern auch eines interessanten Tools, das einem hilft, Entscheidungen zu fällen. Also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind new. New bedeutet New Cleaners. Und Sie überlegen sich, will ich in den Markt rein? Und die Technik, die wir jetzt benutzen, heißt Spielbaum oder Entscheidungsbaum. Und sehen unten ist eingetragene Frage, die sich bei New Cleaners stellen. Wollen wir rein in den Markt oder nicht? Und jetzt machen wir den ersten Schritt in diesen Entscheidungsbaum rein. Das heißt, es gibt eine Alternative, entweder ja, wir gehen rein, oder nein, wir lassen es halt sein. Und was wir jetzt machen, ist genau das Gleiche, das wir beim Schachspielen machen. Sie überlegen sich einen Zug und dann ist die andere Partei, Fast Cleaners, ist am Zug. Ja? Und dann geht es hin und her. Also New sagt, wir wollen nicht rein zum Beispiel und... wenn Sie nicht in den Markt hineingehen, dann ändert sich für Fast Cleaners überhaupt nichts. Und jetzt sehen Sie oben diese Verzweigung, ja, wir wollen rein in den Markt. Dann ist als nächstes die gegnerische Partei dabei zu ziehen, sich zu überlegen. Und das wäre Fast Cleaners. Und Fast Cleaners hat die Alternative, Sie geben nach, akzeptieren den neuen Wettbewerber oder Sie gehen in einen Preiskrieg hinein. Und Sie sehen, wir haben diese drei verschiedenen Wege im Entscheidungsbaum oder Szenarien, da haben wir in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Was uns jetzt natürlich interessiert ist, welcher dieser verschiedenen farbigen Szenarien ist der attraktivste? Und wir nehmen als Messlatte nehmen wir den Gewinn. Ja. Sie sehen, wenn News Cleaner nicht in den Markt hineingeht, dann bedeutet das für News Cleaner 0 Euro Gewinn in diesem neuen Markt. Und völlig logisch. Und wir müssen nichts investieren, wir machen keine Umsätze und so weiter. Ja, wenn wir uns für als News Cleaner entscheiden, im Markt reinzugehen und Fast Cleaners entscheidet sich für den Preiskrieg, dann bedeutet das für uns, wir werden unsere Evaluation 200.000 Verlust machen. Ja, wir müssen etwas im Marketing, Vertrieb hineinstecken und so weiter. Und wenn Fast Cleaners nachgibt, oben, Sie sehen das oben auf der Seite, dann werden wir vermutlich einen Gewinn von 100.000 im ersten Jahr machen. Okay, ja, also soweit mal eine grobe Skizze dieses Entscheidungsbaums. Was uns jetzt interessiert, ist, sollten wir überhaupt in den Markt rein? Und Sie sehen, also was jetzt entscheidend ist, wir versuchen einen sogenannten Erwartungswert zu evaluieren. Erwartungswert bedeutet, egal was wir machen, können wir unter dem Strich eher mit Gewinnen oder mit Verlusten rechnen. Und was wir dazu machen ist, wir ordnen den einzelnen Alternativen, Fast gibt nach oder geht in den Preiskrieg hinein, ordnen Wahrscheinlichkeiten zu und wir sagen, jede der Alternativen hat eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Ja. Ja, wozu brauchen wir diese Wahrscheinlichkeit? Also Sie sehen, der Entscheidungsbaum gabelt sich auf für Fast. Entweder Preiskrieg oder ich akzeptiere, dass New Cleaners in den Markt reingeht.
Ich brauche die Wahrscheinlichkeit, um den sogenannten Erwartungswert zu bestimmen. Der Begriff Erwartungswert steht oben über der Grafik. Der Erwartungswert ist der Wert, der Umsatz oder der Gewinn in dem Fall, den ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit versehe. Also 50% Wahrscheinlichkeit für den Preiskrieg, verbunden mit einem Verlust von 200.000 Euro bedeutet 50% mal 200.000. Und man macht es halt ein bisschen anders. Man sagt 100% entspricht einer 1, 50% einer 0,5. Also der Erwartungswert für den Preiskrieg ist minus 200.000 Gewinn mal 0,5 ist minus 100.000 Euro. Ja, und Sie sehen, für die andere Alternative haben wir bei der gleichen Wahrscheinlichkeit für New haben wir einen Gewinn von 100.000, 0,5 mal 100.000 macht 50.000 Gewinn. Wenn Sie die Summe der beiden bilden, dann haben Sie den gesamten Erwartungswert über die beiden Szenarien für den Fall, dass New in den Markt eintritt. Und Sie sehen, der gesamte Erwartungswert ist negativ und macht minus 50.000 Euro aus. Das heißt, unser Resümee wäre um Gottes Willen nicht in den Markt rein. Allerdings nur unter der Sicht von News Cleaner. Also wenn wir jetzt in einer Schachsituation sind, dann würden wir uns natürlich auch fragen, okay, das ist unsere Sicht, versuchen wir uns in den Gegner hineinzusetzen, in den Wettbewerber hineinzusetzen, ergänzt sich unseren Entscheidungsbaum um die vermuteten Gewinne aus der Sicht von Fast, also sehen, wenn ich nicht reingehe als New, wird Fast den ursprünglichen Gewinn von 300.000 Euro beibehalten. Wenn wir reingehen in die Kriegssituation, also New geht rein, Fast hält dagegen, dann wird Fast vermutlich, so die Evaluation, auch 100.000 Euro Gewinn verlieren. Und in der grünen Situation, Fast gibt nach, wird Fast nicht mehr die 300.000 Gewinn haben, sondern lediglich 100.000 Euro pro Jahr. Worum es jetzt geht, das Interessante ist, man sieht eindeutig, das grüne Szenario Fast gibt nach, beschreibt die vom Gewinn her die lukrativste Situation für Fast Cleaner. Und das endgültige Resümee, nachdem wir den Perspektivwechsel vorgenommen haben, heißt, wir sollten als New Cleaner unbedingt in den Markt hineingehen. Okay, also soweit unsere kurzen Erläuterungen zum Thema Entscheidungsbäume, Spielbäume. Wir hatten uns ursprünglich auch noch vorgenommen, etwas über Rahmenbedingungen für Entscheidungen zu sagen. Also das Thema Erbacher Kaufmann versus Shareholder Value. Das werden wir aber beim nächsten Mal machen, ja. Aufgrund der Zeit. Ja. Wir ja. kommen sonst zu weit weg. Ja. Und würden das eher beim nächsten Mal dann. Und Sie sehen schon unten auf der Folie, das ist der Teil 7a dann. Ja. Also bis nächste Woche. Okay, also alles Gute. Übrigens, Michael ist der ehrbare Ritter. Oder ah ja, ich bin der ehrbare Ritter. Der ehrbare Ritter. Der goldenen Rüstung. Okay, also macht es gut. Gedachtes Winken wieder. Ja, gedachtes Winken und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Viel Spaß die Woche drauf. Ciao. Ciao.